Die Geschichte des jüdischen Volkes beginnt vor über 3000 Jahren. In der Wüste wächst die Vorstellung von dem einen und einzigen Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet. Die Idee des Monotheismus wird die Welt verändern. Krieg und Verfolgung zerstreuen die Juden in alle Welt. Eine Geschichte von Glanz und Elend bis zum heutigen Tag. Sie lassen ihre Spuren als geniale Denker, Wissenschaftler und Künstler. Wie gelingt es den Juden, durch alle Zeiten ihre Identität zu bewahren? Ein Mann auf dem Weg nach oben. Moses Mendelssohn. Philosoph und Jude. Er hat die Geschichte seines Volkes studiert und will dessen Zukunft verändern. Mendelssohn ist nach Sanssouci eingeladen. Ein Jude im Schloss des Preußenkönigs Friedrichs des Großen. Mit was handelt er, Jude? Ich handle mit etwas, was Sie nicht haben. Mit Verstand. Als Philosoph der Aufklärung und weltoffener Denker hat sich Moses Mendelssohn einen Namen gemacht. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa liest man seine Schriften. Diesem Ruf verdankt er die Einladung nach Sanssouci. Der sächsische Staatsminister Freiherr von Fritsch bewundert ihn. Er ist nach Potsdam gekommen, um mit dem berühmten Juden zu diskutieren. Mendelssohn nutzt das Interesse des Staatsmanns für seine politischen Forderungen. Religiöse Toleranz muss für alle gleichermaßen gelten, auch für Juden und Moslems. Lasst uns Menschen unter Menschen sein. Uns stehen gleiche Rechte und gleiche Pflichten zu wie allen Bürgern. Freiherr von Fritsch sieht in ihm den lebenden Beweis für die Grundidee der Aufklärung. Jeder Mensch kann sich aus den Fesseln seiner sozialen Verhältnisse befreien. Die Begegnung ist Tür an Tür mit dem Preußenkönig. Aber der will den Juden nicht empfangen. Die Aufnahme in seine Akademie der Wissenschaften verweigert er, obwohl Preußens klügste Köpfe Mendelssohn einstimmig in ihre Mitte gewählt haben. Diese Anerkennung bleibt ihm versagt, weil er Jude ist. Ehrgeizig und wissbegierig hat Mendelssohn schon mit 14 Jahren sein Elternhaus in Dessau verlassen, um seinem Lehrer in die preußische Residenzstadt Berlin zu folgen. Er muss die Stadt halb umrunden, denn Juden ist der Zutritt nur durch ein bestimmtes Tor erlaubt. Dort, wo Christen ihr Vieh zum Markt treiben. Es ist nicht die einzige Demütigung, die einen Juden in Berlin erwartet. Preußen nimmt Juden nur auf, wenn sie Vermögen nachweisen können oder sich als Kaufleute, Geldleiher oder Ärzte nützlich machen. Der junge Mendelssohn hat nichts dergleichen zu bieten. Aber er hat die Bürgschaft seines Lehrers, eines sogenannten Schutzjuden. Mit Schutzbriefen können sich Juden ein begrenztes Bleibe- und Handelsrecht in Preußen erkaufen. Gegen eine königliche Gebühr von 1000 Talern. Ein Vermögen. Damals leben 100.000 Menschen in Berlin. Unter ihnen gerade einmal 2000 Juden. Selbst wer es hierher geschafft hat, kann jederzeit wieder ausgewiesen werden. In seinem Land, so verspricht der Preußenkönig, soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Ausnahme sind die jüdischen Bürger. Toleranz und Gerechtigkeit gelten nicht für jeden. So ziehen sich die meisten Juden zurück und leben isoliert von der christlichen Umgebung. Sie lesen Hebräisch und sprechen Jiddisch.
Ihr Recht auf Handel ist eingeschränkt. Von vielen Berufen sind sie ausgeschlossen. Wer Glück hat, findet Arbeit in den Manufakturen, die damals von einer kleinen Gruppe vermögender Juden gegründet werden. Auch Moses Mendelssohn verdient bei einem jüdischen Seidenfabrikanten den Lebensunterhalt für seine Familie. Als Buchhalter saldiert er Rechnungen, prüft die Ware. Er nennt das lästige Geschäfte, die die besten Jahre seines Lebens verzehren. Denn er hat andere Pläne. Als Anhänger der Aufklärung will er gegen die Unterdrückung seiner Glaubensgenossen kämpfen. Das aber könne nur gelingen, wenn diese sich der Gesellschaft des Landes öffneten und anpassten. Mendelssohns Gedanken finden große Anerkennung bei vielen Juden. Erinnerungsstücke an ihn werden bis heute in Ehren gehalten. Wie seine Staubschutzbrille im Jüdischen Museum in Berlin. Nachts arbeitet Mendelssohn wie besessen an seinen Schriften zu Religion und Philosophie. Er eignet sich auch das bei den Rabbinern abgelehnte weltliche Wissen an. Neben Latein, Englisch und Französisch beherrscht er auch die Sprache, die fast kein Jude kennt, Deutsch. Mendelssohn ist der Erste, der die Tora, die fünf Bücher Mose, ins Deutsche übersetzt. Der Text wird in hebräischen Buchstaben gedruckt. Nur die können die meisten Juden seiner Zeit lesen. Mendelssohn tat das auch mit der Absicht, den deutschen Juden die deutsche Sprache beizubringen. Das stieß natürlich auf etwas heftige Reaktionen bei manchen orthodoxen Rabbinern, die sagten, die Bibel dürfe ja nicht als Lehrbuch für die deutsche Sprache dienen. Aber es stieß auch auf viel Beifall bei anderen deutschen Juden, die diesen Eintritt in die deutsche Gesellschaft doch nachvollziehen wollten und mit Begeisterung Mendelssohns Bibelübersetzung wie auch seine philosophischen Schriften aufnahmen. Anpassung ja, aber die Tradition des Glaubens soll unverändert bewahrt werden. Als Mensch und Bürger am öffentlichen Leben des Staates teilnehmen und sich klar zur eigenen Religion bekennen. Zur Identität gehöre beides, sagt Mendelssohn. Aufgeklärter Zeitgenosse sein und Jude. Bewusst lebt er selbst in zwei Welten. Für die Gemeinschaft der Juden ist er Moishe aus Dessau, wie er seinen Namen auf Jiddisch schreibt. In der bürgerlichen Gesellschaft aber Moses Mendelssohn. Auf seine Anregung entstehen die ersten jüdischen Freischulen. Für jedes Kind kostenlos zugänglich. Jungen und Mädchen, christliche und jüdische Kinder werden gemeinsam unterrichtet. Sie lesen nicht nur religiöse Schriften. Auf dem Stundenplan stehen auch Deutsch, Naturkunde und Mathematik. Nur Bildung führt heraus aus dem Ghetto der Isolation. Davon ist Mendelssohn überzeugt. Diese neuen Schulen, wie sie am Ende des 18. Jahrhunderts entstanden, bildeten sozusagen die institutionelle Verankerung der Aufklärung. Hier entstand eine neue Generation deutscher Juden, die sowohl in der jüdischen Tradition, aber auch in der deutschen Sprache und Kultur und in den weltlichen Wissenschaften zu Hause sein sollte. Mendelssohns Ideen finden auch in der christlichen Geisteswelt Anerkennung. Einige wollen ihn gar zum Christentum bekehren, als logischen Schritt seiner Karriere. Mendelssohn winkt ab. Wer ihn so verstanden hat, hat ihn falsch interpretiert. Er wird zum Wegbereiter der jüdischen Emanzipation in ganz Europa. Vielen Juden gibt er Selbstbewusstsein und Kraft, für ihre Rechte zu kämpfen. Mit Erfolg. Noch zu Lebzeiten werden seine Forderungen gesetzlich umgesetzt. Nicht in Preußen, aber in Österreich. Das Toleranzedikt von 1781 macht wahr, was Mendelssohn als Menschenrecht fordert. Juden werden zu gleichberechtigten Bürgern.
Besonders in Czernowitz, am östlichen Rand des Habsburgerreiches, nutzen Juden diese Chancen. Sie bauen die Stadt mit auf und assimilieren sich in der deutschsprachigen, nach Wien orientierten Kultur. Um 1900 ist über ein Drittel der Bevölkerung jüdischen Glaubens. Ein jüdisches Nationalhaus, eine Art Kulturzentrum, ist Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins. Die Grabsteine des jüdischen Friedhofs zeigen den gesellschaftlichen Aufstieg. Advokaten, Bankdirektoren, Professoren. Sogar einen jüdischen Bürgermeister gab es. Und es gibt Jiddisch, die eigenständige Sprache der osteuropäischen Juden. Energisch fordern die Czernowitzer ihre offizielle Anerkennung. Heute halten hier nur noch wenige das Jiddisch lebendig. Wie der Schriftsteller Josef Burg und der Leiter der jüdischen Gemeinde. Ich verstehe Der Klang ihrer Stimmen ist wie das ferne Echo einer ehemals reichen jüdischen Kultur in Osteuropa. Ich habe gelernt in Wien, in der Universität, und ein Professor hat mich gefragt, welches ist mein Mammeloschen? Habe ich ihm gesagt, jüdischer Professor. Und ich habe getracht, als bald wird er gesagt, das Berühmte in Gänsenfüßler, das Berühmte, jüdisch ist ein verdorbener Deutsch. Ja, der Jiddisch ist ein Jargon. Nein. Und plötzlich der Herr, jüdisch, junger Freund, ist ein Loschen beatzmoi. Jüdisch, junger Freund, ist eine Sprache für sich. Josef Burg lebt im jüdischen Viertel von Czernowitz. Er erinnert sich an die über 60 Synagogen und Bethäuser, die es hier einmal gab. Doch Nationalsozialismus und Kommunismus haben nur wenig davon übrig gelassen. Die Juden von Czernowitz treffen sich jeden Morgen zum Gottesdienst. Viele, die hier beten, haben nur durch glückliche Zufälle überlebt. Nicht weit von Czernowitz, auf der anderen Seite des Flusses Dnieper, lag einst Russland. Hier streicht der kalte Atem des großen feindlichen Zarenreiches herüber, schrieb der jüdische Dichter Josef Roth. Eine andere Welt jenseits des Flusses, andere Bedingungen auch für Juden. Ende des 18. Jahrhunderts erobert der Zar große Teile Polens. Dort lebt die Mehrheit der europäischen Juden. Doch der Zar will sie nicht in seinem ursprünglichen russischen Reich haben. Deshalb verbietet er den Juden, ihre Wohngebiete zu verlassen. Hier wächst die Schriftstellerin Mary Antin gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf, bevor sie mit ihrer Familie in die USA auswandert. In ihren Büchern erzählt sie vom Alltag der Juden im Zarenreich. Es war ein Leben wie in einem riesigen Käfig. Wir kamen schon mit Fußfesseln zur Welt. Schon als kleines Mädchen vertraut sie ihre Erlebnisse, Ängste und Hoffnungen einem Tagebuch an. Mary Antins Heimatdorf Polotsk liegt im Westen des Zarenreiches im heutigen Weißrussland.
Juden leben hier unter sich, ohne Rechte, unterdrückt und oft verfolgt von ihren christlichen Nachbarn. Immer wieder mahnen die Eltern Mary und ihre Geschwister, sich vor Christen in Acht zu nehmen. Besonders an christlichen Feiertagen wird es gefährlich für Juden, erinnert sich Mary. Irgendjemand brachte immer die Lüge über die Ermordung christlicher Kinder auf. Und die dummen Bauern wurden darüber ganz verrückt, füllten sich mit Wodka ab und zogen los, um Juden zu töten. Immer wieder kommt es im Zarenreich zu grausamen Pogromen. Diese Bezeichnung für judenfeindliche Ausschreitungen hat ihren Ursprung in Russland. Die Nichtjuden würden mich in Stücke reißen mit Äxten, Messern und Seilen. Sie würden mich lebendig verbrennen. Das Kreuz. Was würden sie mir zuerst antun? Der Zar ist Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Als Beschützer des wahren christlichen Glaubens steht er dem Judentum in offener Feindschaft gegenüber. Für die Lösung des Judenproblems gilt eine alte Faustregel. Ein Drittel soll konvertieren, ein zweites auswandern und das letzte verhungern. Mitte des 19. Jahrhunderts leben 5 Millionen Juden in dem ihnen zugewiesenen Gebiet, eingepfercht wie in einem riesigen Ghetto. Sie schließen sich in eigenen Dörfern und Stadtvierteln zusammen. So wie in Letitschew in der heutigen Ukraine. Nur noch die Alten erinnern sich, dass bis in die 40er Jahre fast alle Bewohner jüdisch waren. Städtel nennen Juden ihre Wohnorte auf Jiddisch. Kleine Inseln in einem Ozean von Andersgläubigen. Juden durften im Zarenreich nicht als Bauern arbeiten. Handwerk war ihnen erlaubt. Weil immer mehr Menschen im Städtel leben, gibt es in jedem Dorf 10 Kupferschmiede, Schuster oder Schneider. Doch trotz Armut und Enge, die Bedrohung von außen schweißt zusammen. Am Rande von Letitschew wohnt die 96-jährige Babuschka Polja. Sie hat das Städtel noch erlebt. Mit Anbruch der Dunkelheit beginnt die Schabbatfeier. Es ist Freitagabend. Nach altem jüdischen Brauch bittet Baba Polja um Gottes Segen für die Familie. Спичку ложить. So wie unzählige Frauengenerationen vor ihr feiert sie zu Hause im Kreis ihrer Familie. Gottes Gaben, Wein und Brot. Wie üppig oder karg das Leben auch sei, es gibt immer Grund zur Dankbarkeit. Im historischen Archiv von Kamenetz-Podolski in der heutigen Ukraine dokumentieren Aktenberge die judenfeindlichen Gesetze der Zaren. Seit dem Ende der Sowjetzeit hat man begonnen, sie auszuwerten. Besonders unmenschlich
das sogenannte Kantonistengesetz. Es zwingt jüdische Knaben zum Dienst in der Armee. Die Militärlisten bezeugen, dass schon 14- und 15-Jährige eingezogen wurden. Unter einigen Zaren müssen sie 25 Jahre lang dienen. Die jüdischen Gemeinden müssen selbst für die Rekrutierung sorgen. Manche schicken Chapa, Kidnapper, los. Die Eltern wissen, auf ihre Söhne wartet die Hölle. Und sollten sie sie jemals wiedersehen, dann als Fremdlinge, die ihre jüdische Heimat nicht mehr kennen und verstehen. Für 300 Rubel können Eltern die kleinen Rekruten freikaufen. Ein Vermögen. Manche Familie verpfändete ihr Vieh oder sogar Haus und Hof. Eltern, die sich das nicht leisten konnten, gingen an die Grenze des Vorstellbaren. Sie verstümmelten ihre Söhne, schnitten ihnen Finger und Zehen ab, um sie vor der Zarenarmee zu retten. All das taten sie, um zu verhindern, dass ihre Kinder in der Armee mit brutaler Gewalt von ihrem jüdischen Glauben und ihrer Kultur entfremdet werden. So erleben Juden im Zarenreich von Kindheit an Unterdrückung und Leid. Nur der Glaube gibt vielen noch Halt und Zuflucht. Gerade im tiefsten Elend weckt er neue Kräfte. Durch die Sehnsucht nach der Nähe Gottes findet eine neue religiöse Bewegung immer mehr Anhänger, die Chassidim. Bald gibt es die Männer mit langen Bärten, Kaftan und Pelzhüten in jedem Städtel. Sie nennen sich die Frommen, auf Hebräisch Chassidim. Medjeboj in der Ukraine ist bis heute ein wichtiger Pilgerort der chassidischen Juden. Hier ist der Gründer der Bewegung, Baal Shem Tov, begraben. Seine Botschaft war einfach und überzeugte. Der einzige Weg, den Juden ein Selbstwertgefühl zu geben, ist ihnen zu zeigen, dass sie, wie arm und ungebildet sie auch sein mögen, mit Gefühl, mit Liebe und mit Freude Gott besser dienen können. Baal Shem Tov sagt, wenn das Leben der Juden ohne Freude ist, wie soll Gott dann bei uns bleiben? Wo nur Trübsal herrscht, zieht Gott aus. An seinem Grab versammeln sich chassidische Juden aus den USA, aus Israel und Europa. Sie wollen sich Gott nicht nur im Gebet hingeben, sondern auch im Alltag. Das ganze Leben ist ein Gottesdienst und soll daher mit Freude erfüllt sein. Hier ist mein Enkel aus Israel. Dies mein Enkel aus London. Beide tragen eine Kleidung, die wir als Rüstung bezeichnen. Damit geben wir zum Ausdruck, dass wir anders sind als andere Menschen. Wir wollen für uns bleiben. Wir sind nette Leute, wir gehen mit jedem höflich um, aber dennoch Distanz. Weil wir unsere Einzigartigkeit bewahren wollen, wo auch immer wir sind. Heute ist New York ein Zentrum der Chassidim. Sie bewahren die Tradition ihrer Vorfahren. Viele sind die Nachkommen jüdischer Einwanderer aus Russland. Die geschlossene Welt des Städtel befindet sich in Auflösung. Die einen suchen Halt im inneren Glauben. Die anderen beschließen, vor Armut und Unterdrückung zu fliehen. Wie Mary Antin und ihre Familie wollen sie einen Neuanfang wagen. Schiffsagenturen werben für ein neues Land der Verheißung jenseits des großen Ozeans, Amerika. Der Vater, Israel Antin,
bricht dorthin auf, um eine neue Existenz aufzubauen. Erst dann will er die Familie nachholen. Drei Jahre hat Mary auf diesen Zeitpunkt gewartet. Nun hat der Vater endlich die Tickets für die Überfahrt geschickt. Eigentlich war ein stiller und heimlicher Abschied geplant, aber die Nachricht hat sich schnell im Dorf herumgesprochen. Mary und ihre Mutter geben Freundschaften, Traditionen, ihre vertraute Welt auf, um dafür Freiheit und Wohlstand einzutauschen. Wie die Antins brechen 2 Millionen russische Juden Ende des 19. Jahrhunderts auf. Sie sind Teil einer großen Einwanderungswelle. Alle haben ein Ziel: Amerika. Die Freiheitsstatue steht für sie am Wendepunkt zwischen den Albträumen der Vergangenheit und der Hoffnung auf eine neue Welt. Nach dreiwöchiger Reise erreichen Mary, ihre Mutter und ihre Geschwister das Ziel. Erste Station ist die Einwanderungshalle von Boston. Mary hat ihren Vater 3 Jahre nicht gesehen. Wird sie ihn wiedererkennen? Vor der Begegnung stellt der Beamte prüfende Fragen. Sind die Neubürger gesund und können sie arbeiten? Wer wird für sie sorgen? Viele jüdische Einwanderer sehen den Neuanfang als Möglichkeit, mit alten Traditionen zu brechen. Amerika wird zum neuen Zentrum für Juden. Die meisten Einwanderer siedeln sich in New York an. Die Lower East Side wird ihre neue Heimat. Hier eröffnen sie Läden für koschere Lebensmittel und gründen Schulen und Synagogen. Die amerikanische Verfassung sichert ihnen wie allen Menschen uneingeschränkte Rechte zu, unabhängig von ihrem Glauben. Die Einwanderer kommen aus Dörfern Osteuropas in die moderne Metropole. Mit Gelegenheitsjobs müssen sie sich durchschlagen. Als Tagelöhner, Lumpensammler und Hausierer. Sie sind ohne Ausbildung, Besitz und sprechen kein Englisch. Die meisten hausen in sogenannten Tenements, Mietshäusern mit engen Wohnungen. Großfamilien müssen sich eine Zwei-Zimmer-Wohnung teilen. Viele arbeiten als Schneider. Das Handwerk haben sie in Russland gelernt. Die Heimarbeit bringt nur wenige Cent. Die Löhne fallen, denn der Strom an billigen Arbeitskräften drückt die Preise. Die jüdischen Frauen sorgen mit für den Unterhalt der Familie und lösen sich aus ihrer traditionellen Rolle. Sie kämpfen in Gewerkschaften gegen schlechte Arbeitsbedingungen. Für ihre Kinder wünschen sie sich ein besseres Leben, Bildung und den Aufstieg aus den Slums. Auch Mary Antins Mutter emanzipiert sich. Das zeigt sie auch nach außen, indem sie ihr Haar nicht mehr unter einem Kopftuch versteckt, so wie es die strenge Tradition von einer jüdischen Frau fordert. What
Was sie geschaffen haben, war eine amerikanisch-jüdische Kultur. Und die war anders als die jüdische Kultur, die es in Osteuropa gab. Anders als die, die jüdische Einwanderer in anderen Ländern wie England, Frankreich, Palästina entwickelten. Wo auch immer sie sich niederließen, erfanden sie neue Kulturformen, die zu ihrer neuen Heimat passten. Sie fanden Wege, amerikanische Wörter, amerikanische Redewendungen, die amerikanische Lebensart in ihr jüdisches Leben einzugliedern. Auch für Mary Antin erfüllt sich dieser amerikanische Traum. Sie studiert, wird Journalistin und Schriftstellerin. Sie gestaltet ihr Leben und ihre Welt. Das Schicksal der jüdischen Einwanderer, typisch und einzigartig zugleich. In Lake Luzerne im Staat New York wohnen die Nachfahren von Mary Antin. Sie verstehen sich als US-Amerikaner. Ihr Glaube ist Privatsache. Father journeyed to America. Die Urenkelin von Mary Antin ist Country-Musikerin. Sie hat ein Lied über die Geschichte ihrer Urgroßmutter geschrieben. Es erzählt vom Amerika der jüdischen Einwanderer. Für sie wurde es zum Promised Land, zum gelobten Land. Here in the promised land, world of hope where dreams take flight, memory carries on the light. 6 Millionen US-amerikanische Juden bilden heute die größte jüdische Gemeinde neben Israel. Für viele Juden kann es jedoch nur ein gelobtes Land geben. Eretz Yisrael, das biblische Land ihrer Väter. Die Hoffnung auf eine Rückkehr ist immer lebendig geblieben. Im 19. Jahrhundert steht Jerusalem unter der Herrschaft der Osmanen. Nach dem Berg Zion in Jerusalem, dem Synonym für die Stadt und das Land, nennen sich die jüdischen Siedler Zionisten. Viele von ihnen sind Intellektuelle. Im gelobten Land wollen sie den neuen Menschen verwirklichen, so sagen sie. Statt Studium der Bibel, Ärmel hochkrempeln, Sümpfe trockenlegen, Bäume pflanzen. Die Feldarbeit war ihnen lange Zeit verwehrt. Spaten und Hacke werden jetzt zum Inbegriff eines selbstbestimmten Lebens. Dieser Mann macht aus ihrer Vision ein politisches Programm und aus verschiedenen Gruppen eine einheitliche Bewegung, Theodor Herzl. Seine Eltern sind assimilierte Juden aus Budapest. Religion spielt kaum eine Rolle. Theodor Herzl arbeitet als Korrespondent für die Wiener Freie Presse in Paris. Frankreich fasziniert ihn. Das Land, in dem Juden seit der Französischen Revolution vor dem Gesetz gleichberechtigte Bürger sind. Viele haben wichtige Positionen in Staat und Wirtschaft. Dennoch gibt es in der Gesellschaft tief verwurzelte Vorurteile gegenüber Juden. Ein Drama in der Militärakademie in Paris öffnet Herzl die Augen. »1894 wird der jüdische Offizier Alfred Dreyfus wegen angeblicher Spionage für Deutschland angeklagt. Ein Militärgericht verurteilt ihn zu lebenslanger Verbannung, ohne stichhaltige Beweise. Vor den Augen der Öffentlichkeit wird er degradiert. Immer wieder beteuert Dreyfus seine Unschuld. Viele interessiert das nicht. Er ist Jude und damit schuldig.« Tod dem Juden, Tod dem Judas, schreibt selbst die seriöse Presse. Der Prozess spaltet das Land. Theodor Herzl beobachtet die Affäre. Antisemitische Ausbrüche in einem aufgeklärten Land, in den Spitzen der Gesellschaft, im Europa der Jahrhundertwende.
Das wird für ihn zum Schlüsselerlebnis. In seinen Zeitungsberichten weist er auf Ungereimtheiten hin. Von der Unschuld des jüdischen Offiziers ist er überzeugt. Damit gehört er zu einer Minderheit. Im Militärarchiv in Paris lagern die Gerichtsakten der Affäre. Es dauert 12 Jahre, bis Alfred Dreyfus in einem neuen Prozess rehabilitiert wird. 1906 werden die Schriftstücke, die zu seiner Verurteilung führten, als Fälschung entlarvt. Theodor Herzl hatte mit seiner Vermutung recht. Die Affäre um Alfred Dreyfus war nur Ausdruck der judenfeindlichen Stimmung in Frankreich. Er ist überzeugt, für Juden gibt es in Europa keinen sicheren Ort. Assimiliert euch, dann wird es besser werden, rief man uns mit Pathos zu. Wir haben es getan, bis auf unsere Nasen. Wir haben unsere eigenen Sitten vergessen, unsere eigene Kultur vernachlässigt. Was hat es uns genützt? Wir sind in den Augen der Völker Juden geblieben. Das heißt nicht Bekenner des jüdischen Glaubens, sondern Söhne eines anderen Stammes. Nur auf eigenem Boden könne das jüdische Volk sein Schicksal frei gestalten. Herzl schreibt ein Buch, in dem er seine Vision umreißt. Er nennt es Der Judenstaat. Im Casino von Basel ruft Herzl bereits ein Jahr später einen jüdischen Kongress ein. 200 Männer und Frauen, gewählte Delegierte aus 24 Ländern, folgen seiner Einladung. Rabbiner, Studenten, Geschäftsleute und Professoren. Sie beschließen, ein Programm zur Förderung jüdischer Ansiedlung und zur Bildung einer gesicherten Heimstätte in Eretz Yisrael. Herzl ist überzeugt, dass hier Araber und Juden in Frieden zusammenleben können. So wird Basel zum Schauplatz der Weltgeschichte. Theodor Herzl notiert nach dem Kongress in sein Tagebuch: In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sage, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in 5 Jahren, jedenfalls in 50 Jahren, wird es jeder einsehen. In einem Roman, Alt-Neuland, entwirft Herzl das Bild eines friedlichen, modernen Judenstaates. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Aber vom Märchen bis zur politischen Realität ist es ein langer Weg. Erst ein halbes Jahrhundert später billigen die Vereinten Nationen die Schaffung eines Judenstaates in einem Teil Palästinas. Am 14. Mai 1948 verkündet David Ben-Gurion die Gründung des Staates Israel. Der Davidstern auf blau-weißem Grund, das Symbol der Zionisten, wird zur Flagge der jüdischen Nation. Mit der Unabhängigkeitserklärung bricht eine neue Epoche in der jüdischen Geschichte an. Eine Epoche, die auch gezeichnet ist von Kriegen. Herzls Traum vom friedlichen Zusammenleben der Kulturen hat sich nicht erfüllt. Aber ganz in seinem Sinne ist Israel heute eine moderne Demokratie. Jeder Jude, egal welcher religiösen Gesinnung, soll das Recht haben, nach Israel einzuwandern. Damals wie heute teilen längst nicht alle Juden Herzls Begeisterung für den eigenen Staat. Die eine Richtung ist ganz klar die orthodoxe Seite, die sagt also ein... Es gibt selbstverständlich die Vorstellung, zurück ins Land der Väter, zu Pessach, wenn man sagt, nächstes Jahr in Jerusalem, Hashanah, Bal Yerushalayim. Das hat schon eine große Wirkungsmacht und das geht aber nicht über Nationalstaaten, das geht nur über den Messias. Also so eine Idee, die Herzl da jetzt hat, haben sie völlig abgelehnt. Die andere Gruppe waren
die man heute so etwas despektierlich auch assimilierte Juden nennt. Das heißt Leute, die in den Ländern gelebt haben und gesagt haben, wir sind Österreicher, wir sind Deutsche mosaischen Glaubens. Und jetzt kommt jemand und kommt mit der Idee des jüdischen Volkes. Da haben wir nun so lange dran gearbeitet, dass wir hier anerkannt werden. Und jetzt kommt jemand und sagt, nein, das ist alles ganz anders. Also ihr seid jetzt doch ein Volk und wir machen jetzt auch noch einen Staat. Dann haben sie gesagt, das beschädigt unseren Ruf hier. Und es wird uns eigentlich wieder Antisemitismus einbringen. Im Berlin der Jahrhundertwende schauen viele Juden optimistisch in die Zukunft. Die Stadt ist wirtschaftlich und kulturell aufblühend. Ein Sinnbild für ein neues Zeitalter. Aufbruch in die Moderne, auch für Juden. Zwei Drittel aller deutschen Juden leben an der Spree. Die Mehrheit ist assimiliert. Mit ihrer jüdischen Kleidung haben sie auch ihre strengen Riten und ihre jiddische Sprache abgelegt. Die große Berliner Synagoge ist Ausdruck für das neue Selbstbewusstsein und das Gefühl der Sicherheit. Die Synagogen liegen jetzt an den Hauptstraßen und nicht wie früher versteckt in einem Hinterhof. Überall in Deutschland entstehen jüdische Gotteshäuser im wilhelminischen Stil. Die meisten wurden im Dritten Reich zerstört. Doch auch in ihrer rekonstruierten Pracht lassen sie erahnen, was deutsche Juden einmal für Deutschland bedeutet haben. Damals entsteht das reformierte Judentum, liberal und weltoffen. Männer und Frauen beten und singen nun gemeinsam. Der Rabbiner trägt Talar und predigt auf Deutsch. Man fühlt sich nicht mehr als Jude in Deutschland, sondern als deutscher Jude. 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Karl Wolf, der Sohn eines jüdischen Kaufmanns, hat sich freiwillig gemeldet. Wie für viele Juden ist dieser Einsatz auch für ihn mit einer besonderen Hoffnung verknüpft. Ich ziehe als Deutscher in den Krieg, um mein bedrängtes Vaterland zu schützen. Aber auch als Jude, um die volle Gleichberechtigung meiner Glaubensbrüder zu erstreiten. Juden sind bedeutende Ärzte, Künstler und Geschäftsleute, doch öffentliche Ämter bleiben ihnen verschlossen. 1,3 Millionen Deutsche melden sich zur allgemeinen Mobilmachung, darunter über 100.000 Juden. Fotos von Karl Wolf aus Kriegstagen. Er erlebt Kameradschaft zwischen jüdischen und christlichen Soldaten. Der Kampf gegen einen gemeinsamen Feind verbindet. Sein Fotoalbum hat die Zeiten überdauert. Sein Sohn Paul Wolf hat es in die USA gerettet. Die Hoffnung seines Vaters auf Anerkennung ist unerfüllt geblieben. Während an der Front Tausende sterben, lässt die Reichsregierung die sogenannte Judenzählung im Heer durchführen. Sie soll die deutschen Juden als Drückeberger entlarven. Die Statistik belegt das Gegenteil und bleibt deshalb unter Verschluss. Die Heldenorden sind ein schwacher Trost für die Enttäuschung der jüdischen Soldaten. So wie Karl Wolf fühlen sich viele von dem Land verraten, für das sie ihr Leben einsetzten. Mein Vater, von was wir diskutiert haben, hat sich am Anfang des Ersten Weltkriegs hauptsächlich deutsch gefühlt. Mehr deutsch, viel mehr deutsch wie jüdisch. Starke Kräfte der wilhelminischen Gesellschaft akzeptieren dieses Selbstbild nicht. Karikaturen auf Ansichtskarten von der See. Juden will man hier nicht haben. Einige Strandbäder werben damit, Juden frei zu sein. Die jüdischen Bürger sind Fremde im eigenen Land.
Judenfeindliche Darstellungen im deutschen Alltag gehören zum guten Ton. Je stärker sich Juden assimilieren, desto eifriger werden neue Argumente für den Hass gesucht. Grundlage ist der Antisemitismus. Juden werden nicht mehr als Religionsgemeinschaft diskriminiert, sondern als Feinde der Gesellschaft und sogar als minderwertige Rasse. Jude sein wird zum unentrinnbaren Schicksal. Wenn man Antisemitismus definieren würde, würde ich sagen, es ist die Vorstellung, dass es die Juden eine eng zusammenhängende Gruppe sind mit wesentlich negativen Charaktermerkmalen, die die Gesellschaften, in denen sie leben, schädigen, um daraus eigene Vorteile zu ziehen und dass sie das verdeckt tun. Das ist ganz wichtig. Also das heißt, sie sind nicht, agieren nicht offen. Man kann sie nicht offen bekämpfen, sondern das geschieht heimlich. Und der Antisemit ist eben gerade jemand, der das aufdeckt. Deutschland liegt nach dem Ersten Weltkrieg am Boden. Verletzter Nationalstolz und Wirtschaftskrise sind Nährboden für radikale Gruppen. Sie machen den Antisemitismus zu ihrem Programm. Man braucht einen Sündenbock. Die Juden seien schuld am verlorenen Krieg und zögen Profit aus dem deutschen Elend, heißt es nun. 1933 übernehmen die Nationalsozialisten die Macht. Sie beginnen sofort mit der Umsetzung ihres antisemitischen Programms. Boykott aller jüdischen Geschäfte, Rassengesetze, Berufsverbot, Enteignung. Meine Herrschaften, hier ist Boykott in jüdischen Warenhäusern. Gehen Sie doch bitte weiter. Es sind sämtliche jüdische Geschäfte geschlossen. Karl Wolf ist inzwischen Vater von 3 Kindern. Wie viele Juden glaubt er, dass der Nationalsozialismus nur ein vorübergehendes Phänomen sei und seine Kinder in Deutschland sicher seien? Am 9. November 1938 erreicht die Realität auch die Familie Wolf. Die SA will Karl Wolf abholen. Erika Wolf ist mit ihren Kindern allein zu Hause. Ihr Mann ist bei seinem Schwager. Die Kriegsauszeichnung ihres Mannes interessiert die SA-Schergen nicht. Seine Verdienste sind kein Schutz. Karl Wolf wird wenig später gefunden und in ein Konzentrationslager gebracht. In derselben Nacht gehen überall in Deutschland Synagogen in Flammen auf. Jüdische Geschäfte werden geplündert. 3000 Juden in Lager verschleppt. Hunderte ermordet. Als die SS kam, um ihn abgeholt haben an Kristallnacht, und er war, ich glaube, 3, 3,5 Wochen im Gefängnis, war entlassen, besonders weil er Papiere hatte vom Ersten Weltkrieg. Aber das war für ihn ein sogenannten Wake-up-Call, dass ich muss schnell meine Sachen zusammenhalten, dass ich auswandern kann mit der Familie. Im April 1939 bedrängen die Nationalsozialisten die Familie Wolf ein letztes Mal. Sie wollen sichergehen, dass die wohlhabende Familie nichts Wertvolles mitnimmt. Die Wolfs wollen nur noch eines: ein sicheres Leben in den USA. Dort hat ein Onkel für sie gebürgt. Paul Wolf ist zu dieser Zeit 9 Jahre alt. Er muss zusehen, wie der Besitz seiner Eltern beschlagnahmt wird. Wenigstens etwas aus dem Familienbesitz will Paul retten. Eine Kristallvase sollen die Nazis nicht bekommen. Ohne den Goldrand erscheint sie ihnen wertlos. So hofft er. Heute hat die Vase einen Ehrenplatz in seinem Wohnzimmer in den USA.
6 Millionen Juden auf grausame Weise ermordet. Eine unfassbare Zahl. 6 Millionen Schicksale. Die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem erinnert an die Opfer. Yad Vashem bedeutet auf Deutsch Name und Denkmal, nach dem Wort des Propheten Jesaja. Ihnen allen errichte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal. Ich gebe ihnen einen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals getilgt wird. Paul Wolf, seine Eltern und Geschwister haben den Holocaust überlebt. Er wohnt heute mit seiner Familie in Kalifornien. Den Traum seines Vaters von einem liberalen Judentum gibt er an seine Erben weiter. Sie sind Teil der amerikanischen Gesellschaft und haben ihre religiöse Identität bewahrt. Bet Yisrael, Haus Israel. So nennt die Bibel das jüdische Volk. Ein Haus, das Raum bietet für viele Glaubensrichtungen und Nationalitäten. Das gemeinsame Erbe hält Juden in aller Welt zusammen. In ihren Ritualen wird die jahrtausendealte Tradition bis heute wachgehalten.